Hallo und herzlich willkommen zu Milans Backwelt. Ich bin der Milan und heute möchte ich mit euch Brötchen machen. Ich habe meine Frau und meine Tochter gefragt, was sie denn gerne hätten. Meine Frau hat gesagt, oh, ich will irgendwas mit Röstzwiebeln drin haben. Meine Tochter hat gesagt, nee, ich will irgendwas mit Mohn und Sesam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte eigentlich am liebsten was mit Sonnenblumenkernen oder Kürbiskernen. Und jetzt will ich alle zufriedenstellen und wir machen so eine Partytraube. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich werde zwei Partytrauben machen. Eine werde ich einfrieren und eine werde ich gleich backen. Deswegen mache ich jetzt die doppelte Menge, aber ich sage euch einfach das Rezept, was ihr für eine Partytraube ungefähr brauchen würdet. Ich habe mir das ausgerechnet. Eine Semmel mache ich ungefähr 80 Gramm schwer. Also brauche ich für eine Partytraube ein bisschen mehr als 800 Gramm. Also habe ich hier, wie gesagt, das ist die doppelte Menge, aber ich sage euch das Rezept für eine Partytraube. Hier sind jetzt 500 Gramm Weizenmehl. Ich habe jetzt hier das 550er. Dann brauche ich 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Tue ich da gleich dazu. Dann brauche ich 20 Gramm Hefe und 10 Gramm Salz. Das lasse ich jetzt in meiner Küchenmaschine kneten, bis es ein schöner geschmeidiger Teig wird. Ich lasse es ungefähr 4 Minuten langsam kneten und ungefähr 6 bis 7 Minuten schnell kneten. Der Teig wird jetzt geknetet. Es ist ein schöner, geschmeidiger Teig. Ich werde ihn jetzt erstmal 20 Minuten bis halbe Stunde einfach nur so ruhen lassen, damit er sich von den Strapazen des Knetens erholen kann. Also zudecken mit einem Küchentuch und erstmal ruhen lassen. Mein Teig lag jetzt 20 Minuten. Schön angesprungen. Ihr seht's. Ich werde ihn jetzt aus der Schüssel tun. Schön geschmeidig, der Teig. Sehr gut. Ich wiege ihn jetzt, weil ich ja zwei mache. Nehme ich mir jetzt nur die Hälfte von dem Teig. Das sind 1660, also brauche ich 830. Perfekt. Den einen tue ich noch in die Schüssel, den mache ich dann später fertig. So, aus dem hier mache ich, will ich 10 Semmeln machen. Jetzt tue ich erstmal so 40 Gramm weg, das brauche ich dann für später. Also aus dem hier will ich jetzt noch 10 Semmeln machen. Daraus möchte ich, weil meine Frau ja gesagt hat, sie möchte was mit Röstzwiebeln, mache ich jetzt 3 Semmeln. Ja, mache ich 3 Semmeln. Das sind 80, 160, 240 Gramm. Mit natürlich jetzt Röstzwiebeln dazu. Mache ich einfach so. Ihr könnt auch, wenn ihr daran denkt, könnt ihr auch die Röstzwiebeln vorher ein bisschen Wasser einweichen. Denn die saugen schon ganz ordentlich Wasser auf. Aber ich tue sie jetzt einfach pur dazu und knete sie jetzt in den Teig unter. Bei den anderen Semmeln werde ich so machen, dass ich die Körner oben drauf tue und nicht in den Teig rein. Bei denen hier mache ich es nicht, denn die Röstzwiebeln, die werden leider sehr schnell dunkel. Das heißt, wenn ich die Semmeln backe und ich habe die nur oben drauf, dann wird es schwarz, bis der Semmelteig durch ist. Deswegen tue ich die Röstzwiebeln hier in den Teig rein und ich finde, das schmeckt auch besser. So, hier jetzt noch kurz durchkneten, dass sich die auch schön verteilt haben. Und jetzt durchs Auswiegen.
die mal jetzt ein bisschen mehr als 80 Gramm, weil ich ja die Zwiebeln noch dazu getan habe. So, passt perfekt. So, das sind die jetzt mit Zwiebeln. Jetzt werden noch die anderen auswiegen. Das brauche ich. Hier einfach ein bisschen was dazu. Okay, das passt vage nicht mehr. Jetzt tue ich hier ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und mache die Semmeln rund. Schön fest anschleifen, dass da wirklich gut Spannung drin ist. Auch die kleinere. So, die lasse ich jetzt noch mal kurz 10 Minuten entspannen und dann machen wir es gleich mal fertig. So, jetzt wollen wir die Semmel fertig machen. Ich habe jetzt meine komplette Körnersammlung, die ich habe, hier rausgeholt. Ich habe hier zum Beispiel auch Haferflocken. Leinsamen, die zwei werde ich jetzt nicht hernehmen. Haferflocken, die sind einfach sehr geschmacksneutral und auf einer Semmel schmeckt man die eigentlich kaum, deswegen werde ich die nicht drauf tun. Leinsamen mag ich persönlich sehr gerne. Das Problem an denen ist, wenn ich sie oben drauf tue, die ziehen extrem viel Wasser, das heißt, die machen die Semmel trocken, deswegen werde ich die jetzt auch nicht drauf tun. Dann habe ich hier, also ich habe jetzt noch Kürbiskerne, Mohn, Sesam, Sonnenblumenkerne und diese Chiasamen. Also ich tue in so eine Auflaufform, tue ich ein paar Kürbiskerne rein. In einer anderen Auflaufform, ihr könnt es auch einen Teller nehmen, habe jetzt ein Küchentuch, tue ich Wasser drauf, damit es schön nass ist. Ihr könnt die Semmeln auch mit einem Pinsel bestreichen und dann rüber tun. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 4, 6, 7. Okay, nachdem ich ja eh was mit Kürbiskernen haben wollte, nehme ich die. Ich tue jetzt die Semmel da rein, schön eintunken, dann schön in die Körner eintunken und tue es gleich aufs Backpapier. Dann mal noch meine Tochter, die mag sehr gerne Mohn. Dann mache ich zwei mit Mohn.
Dann mache ich noch zwei mit Sesam. Es bleibt eigentlich nur noch eine über. Und da werde ich jetzt eine mit Sonnenblumenkern machen. Auf die Röstzwiebeln natürlich nichts drauf, die lasse ich so. Wie ich schon gesagt habe, wenn ich Röstzwiebeln drauf tun würde, die würden so schnell verbrennen. Deswegen lasse ich die pur. Jetzt mache ich noch meine Partytraube fertig. Und zwar geht es so, dass ich hier oben erstmal vier Semmeln hin tue. Da kann ich von jedem eins hin tun. Dann tue ich hier drei hin, dann tue ich hier zwei hin, tue ich hier eine hin. So, das ist meine Taube. Jetzt kommt noch mal ein kleines Stück, was ich mir übrig gelassen habe. Und zwar mache ich das nur ein bisschen lang. Tue das hier oben in die Mitte rein. So, das ist meine Partytraube. Ich werde die jetzt circa eine Stunde stehen lassen bei warmen Temperaturen. Oder, ja, 40 Minuten bis eine Stunde. Also heute ist es schon sehr warm, das merkt man auch am Teig. Der ist schon ordentlich angesprungen. Also, wie gesagt, eine Stunde stehen lassen und dann werde ich den Ofen auf 220 Grad vorheizen. Und dann melde ich mich wieder. Die sind auch super hergegangen. Schaut euch die mal an. Die sehen wirklich lecker aus. Die sind jetzt eine Stunde gelegen. In der Zwischenzeit habe ich mir den Ofen vorgeheizt auf 220 Grad. Ich habe ganz unten ein Blechchen getan. In das werde ich jetzt Wasser reinschütten. Das ist ungefähr so eine Tasse voll. Einfach um Wasserdampf zu erzeugen. Der ist wichtig. Am Anfang für die Semmeln, damit die oberste Schicht nicht so schnell austrocknet und dann komisch aufreißen würde. Ich werde sie jetzt mal in den Ofen tun. Die Pfanne oder das Blech mit dem Wasser werde ich nach ca. 10 Minuten wieder raustun. Oh, noch ziemlich heiß. So, meine Partytaube ist jetzt fertig gebacken. Sie war bei 220 Grad, 35 Minuten im Backofen, hat eine wirklich schöne Farbe bekommen. Und so ist hoffentlich jeder zufriedengestellt bei mir. Das war mein Rezept und das war mein Video zur Partytaube. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert fleißig und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Vielen Dank, euer Milan.